Dann machen wir uns hier einmal den, bauen uns ein Boot, schmeißen das weg. Hauen das Boot dahin und fahren los. Ich hoffe, dass es die Gegend ist. Wenn nicht, dann weiß ich, wenn das die Gegend ist, dann weiß ich jetzt ungefähr, wo wir mal hin müssen von der Gradzahl. Execute. Okay. Ich bin mir echt unsicher gerade. Dweebly, was ist denn ein Dweebly? Das kann gar nicht unser Strand sein hier. Schöne Grafikbugs, warum nicht? Ich werde mir meinen Kompass craften. So, für eine Workbench reicht es jetzt, weil wir das Boot kaputt gemacht haben. Dann wollen wir mal Kompass. So, Kompass. Der Kompass sagte, wir müssten direkt nach da. Ach komm, scheiß drauf. So, machen wir uns mal wieder ein Boot. Und fahre noch einmal los. Kompass sagt nach da, das heißt natürlich nicht, dass wir direkt nach da fahren jetzt, ne? Das heißt einfach nur, dass wir wahrscheinlich viel zu weit sind schon. Moment, was ist das da? User joined your channel. Ich bin noch raus, ne? Ja, klar, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Jo, ich dir auch. Ciao. User disconnected from your channel. Okay, müssen wir doch erstmal dahin fahren, um einen gewissen Anhaltspunkt zu bekommen. Es ist traurig, aber wahr. La 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 la. Ich habe mir sicher, dass das da ein Anhaltspunkt dafür ist, dass wir richtig sind. Was ist das denn? Ach, das ist Haifi. Tohaido. Gut, dass wir nicht mit denen zusammengekracht sind, sonst wäre, glaube ich, sonst jetzt gerade unser Ende gewesen für das Boot. Und ich glaube, wir sind hier lang genau gefahren. Oh, ich hoffe, dass das Boot nicht kaputt geht. Ich hab's noch gesagt. Na gut. Ich brauch noch einen.
So, klack. Klack. Und dann geht's weiter. Ich bin, glaube ich, auf der vollkommen falschen Seite des Sumpfes gewesen, deswegen haben wir auch nicht weitergefunden. Prost, Jigglypuff. Ja, wir waren auf der vollkommen so falschen Sumpfseite. Oh, schon wieder gesunken, echt jetzt? Und Gubert! Ne, immer noch ein Rock, schade. Ist das jetzt hier die ist das hier unsere Startwelt oder was ist das hier? Ich kann es echt nicht mehr sagen, ich kann es einfach echt nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist hier unsere. Wir sind aber auf der vollkommen falschen Seite gewesen, das war das Problem. Wir müssen, glaube ich, nach da. Werden wir aber gleich sehen. Ja, da hinten, genau da hinten. Hier ist unser. Nee, warte mal. Das sagt uns, dass da der Startpunkt ist. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich bin gerade irgendwie aus dem räumlichen Denken vollkommen herausgerissen. Das ist doof. Genau. Oh. Hier ist die Pyramide. Und wir haben nicht mehr genug Holz jetzt. Na gut. Dann müssen wir das bis heute suchen und dann geht's los. Wir waren also schon an der richtigen Insel vorhin, aber auf der vollkommen falschen Seite der Insel. Ich frage mich, warum ich mich jedes Mal mit den Viechern anlegen möchte. Wenn ich wirklich ginge, dann würden die mich sofort tot machen wahrscheinlich. Aber erstmal draufschlagen. Dann danach, so ist er aus dem Razzitower. Na gut. Gleich sind wir zu Hause. Gleich sind wir zu Hause. Vielleicht sollte ich, wenn wir eine neue Gegend starten, immer dieses Set Home umstellen. Über den Befehl einfach auf Set Home gehen. So, das dahin. Und jetzt wirklich in die neue Gegend. Bitte nicht wieder in irgendwelchen Rosenblättern zerschellen. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Und der Sonne entgegen. Der Faden macht es einfach mal mega unepisch gerade. Dubstep, dubstep.
Und wir schwammen der Sonne entgegen. Ich dachte, ich zerschellte an den Kappadorn, das wäre uncool gewesen. Und da ist es. Also, wir merken uns 1500, dann haben wir's. Warte, wir sind ja gleich bei 1500, dann gucken wir mal, ob es richtig ist. 500. 1000, ja, und da sehen wir dann unsere Insel. 1500 ist leicht zu merken. Hier ist unser Gedächtnisding. Warum bin ich jetzt kaputt gegangen? Hier ist doch gar nichts, konnte ich jetzt kaputt gehen? Also! Da ist ein Turzog! Krasse Scheiße! Ich freue mich schon richtig drauf, meinen Bisasam anfangen zu können zu leveln. Die Folgen werden bestimmt eine sehr krasse Länge haben und dann noch zwei pro Tag, also es wird viel werden momentan, es wird echt viel werden. Das Problem ist, ich denke mal, es wird sich bestimmt einige oder andere fragen, ich habe ja die anderen Let's Plays ausgesagt, also drei Let's Plays sind momentan ausgesagt, zwei kommen jetzt. Das Problem ist, ich habe zwar jetzt gerade mal die zwei Tage frei, also ich habe jetzt wirklich, sind ja nur wirklich nur zwei Tage, ich habe jetzt an einem Tag fünf Stunden oder so aufgenommen und deswegen ist das jetzt so viel Zeug einfach nur, das ich mache lieber momentan mal zwei Folgen pro Tag von Minecraft, anstatt ich jetzt sage, ja, ich mache das andere Let's Play wieder und kann es dann nicht wirklich für voll nehmen und muss dann vielleicht dann sagen, nee, heute kommt keine Folge und heute auch nicht und deswegen mache ich lieber momentan zwei Folgen pro Tag Minecraft. Da bin ich mir sicher, dass ich sagen kann, okay, hab nicht mehr genug Folgen, gibt jetzt wieder nur eine Folge pro Tag. Das ist nichts Unnormales und damit mache ich auch niemanden keine Hoffnung. Das ist auch ein bisschen Samen. Oh. User joined your channel. User left your channel. Da musste ich gerade niesen, aber ganz dolle. Und genau in dem Moment ist einer gejoined und wieder geleftet. Boah, Alter. Das war gerade so eine... Boah. Boah, da war es nochmal, aber nicht so, konnte ich es unterdrücken. Sehr gut. Endlich zu Hause. Überleg gerade, wo ich den ganzen Spaß aufstelle. Alter, jetzt muss ich aber öfters mal niesen hier. Moment, wo stelle ich das alles auf? Krebskorps. Könnt ihr ja theoretisch alles mal hier aufstellen. Oh, endlich zu Hause. Hier unten am besten, genau. So. Guck mal, jetzt kann ich meinen Pfeil hier bewegen. Tada, Bisasam wieder fertig. Dann stelle ich mal den Amboss hier daneben. Obwohl, nee, das gehört ja eher so runter und der Amboss gehört eher so hier in den Garten rein. Genau. Und der Ohrfinder, den stelle ich einfach mal hier so an die Seite. Stört das, wenn der alles anzeigt? Ein bisschen. Ich lasse ihm mal das nicht anzeigen, das nicht anzeigen. Okay, ich mach mal alles aus. Sehr schön. So, dann gehen wir erstmal kurz rein. Wir haben ein paar Diamanten mitgebracht wieder. Den Rest haben wir ja verwendet. So.
So, 20 Diamanten haben wir noch. Dann werden wir auch den Dark Reposer jetzt. Den ich mal hier reinstelle und dann suchen wir uns den zweiten War Defender, meiner, was weiß ich, stellen wir mal noch mit hier daneben. So. Dann können wir mal hier den ganzen Bauxit-Spaß drauflegen und währenddessen können wir hier das Bauxit brennen. Und ich habe doch bestimmt hier noch ein paar Federn. Und ich sage, ich hätte keine Federn. Ich habe doch 100% noch Federn hier. Komm, 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 komm. Federn, 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 Federn. Ich wusste doch, dass ich noch Federn habe, also. Als ob ich mich hier nicht auskennen würde. So. Und wie ging es jetzt? Aluminium, da brauche ich ja Eisen, kein Aluminium. Eisen. Und Diamanten brauchen wir da auch noch. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Also, warte, erstmal brauchen wir Stiefel. Stiefel. So, wo sind sie gewesen? Die neuen Schuhe. Was ist denn? Unknown Item. This item doesn't exist. Okay. Da sind sie doch gewesen gerade. Genau. Die machen wir aus dem alten Turbo-Trader. Die alten Turbo-Trader werden aus... Genau, die alten Turbo-Trader werden aus 2 Eisen und 2 Federn gemacht. Haben wir jetzt zum Glück 2 bekommen gleich. So, Eisen. Und die neuen Turbo-Treter werden dann aus... Brauchen wir nochmal 2 Federn, gell? Na, brauchen wir nochmal 2 Federn. Wie viele haben wir denn noch? Wir haben noch... 3. Schade, hätten wir jetzt erst gleich 2 gegeben, hätte ich nicht alle töten müssen, aber egal. So. Dann machen wir uns gleich mal, wenn wir schon die Diamanten auf so eine unedle Art und Weise finden, dann machen wir uns, dann verwenden wir sie gleich mal für Zeug, was wir eh nicht ewig behalten werden. Und bauen neue Turbo-Träder. Von denen ich nicht einmal weiß, was hier, was der Effekt ist. Ach du Scheiße. Das geht ja ab. Den sollte ich aber nicht immer dabei haben. Also es ist eine gute Idee, aber ich werde trotzdem so lange immer die anderen anhaben. Deswegen trotzdem noch so komisch. Na gut. Dann möchte ich noch was ausprobieren mit den Diamanten. Und zwar... Holz dafür Holz. Ich war nicht so schlecht mit den Turbo drinnen. Gefällt mir. Ich hab's ja nicht mal an, aber läuft trotzdem so schnell. Und zwar hätte ich gerne einen Diamanthammer. Das sieht doch schon besser aus. So lässt sich arbeiten und dann können wir mal gucken, ob wir das Totok vom Strand eventuell fangen können. Das wäre mega nice. Ich hätte richtig gerne einen Totok. Ach, mal weiter drauf kloppt, dann geht das... Ah, super. Müssen wir erst mal gucken, wie wir uns die Pokébälle jetzt craften können hier. Das weiß ich nämlich gar nicht. Und ich frage mich immer noch, was dieses Sepirot war, was uns vorhin angegriffen hat. Das Pokémon habe ich noch nie gesehen vorher. Es hat unser Bisasam auf jeden Fall sehr schnell terminiert. So. Den Heilautomaten haben wir ja schon, die Heilstation, jetzt müssen wir schauen,